Und stream das einfach mit so. Los geht's, Freunde! Oh Gott, Musik, ich muss ausmachen. Ach Quatsch, es streamen so viele Leute jetzt. Ich weiß. Es war auch nur ein kurzer Gag. Hallo 3DS-Fan, let's go! Oh, Miss Summer-Sun hat's auch geschafft. Super gut. Beep it. Ja, wenn das die PlayStation 5 ist, dann muss ich mir ein neues Haus kaufen. You ever wonder, like, different choices? Oh! Alter, dieser Sound, ne? I like the hammer the dog. Das mit dem Ding aus. Ja, nice! Was Neck gezeigt. Also ich hoffe ja, dass sie Uncharted ruhen lassen. Ey, das kommt auch nächsten Monat, ne? Tsushima, ich freue mich so unfassbar auf dieses Spiel. Ey, hab ich auch richtig Bock drauf. Hammer wird das. Wurde ja sehr open-worldig aus. Oh! Why did I move here? I guess it was the weather. Or Rockstar the... Games? I don't know, that thing. Das ist GTA, aber 5. Yeah. Schleppen die das jetzt noch auf die nächste Konsole oder was? Ja, wahrscheinlich. Oh boy, das kann doch nicht euer Ernst sein. Ja, gleich wird noch Skyrim angekündigt, sehr gut. We all love banks. Ja, ja, ja. Give me a hand with these bodies. Why? This cannot be traced back to me. Champagne. Keine Ahnung, wo der Herz einfach molten ist. Ja, ne? Also. Vielleicht gerade so Skyrim, aber die öffnen sich schon so. Unglaublich. Bei Epic wurde es letztens auch verschenkt. Au. Yay, woo! Toll. Das ist ja mal ein Knaller. Ja, da sind wir wieder beim Thema. Oh, free at launch? Okay. Nun. Komischer Opener. Komm, gibt uns noch mehr Logos und noch mehr Symbole und gibt uns alles. PlayStation. PlayStation. Hi, I'm Frederick PlayStation. Da ist er doch. It was hey, Jim Ryan. Okay. Of the last 25 years. And what better way to bridge das kann ich hier schon mal wegcrossen beim Bingo. Every PlayStation console. Bam. Grand Theft Auto. It's been a privilege partnering with Rockstar Games for many years now. And we're thrilled to open today with the news that that partnership will continue with PlayStation 5. It's now just over a year since we began sharing technical details of PlayStation 5. But today's the day that we've been looking forward to for years. Mm-hmm. When we get to show you
just some of the games that demonstrate our belief that PlayStation 5 marks the biggest generational transition our industry has yet seen. The content we've curated for today's event showcases how PS5 has inspired developers to create new experiences that are transformative in how they look, sound, and feel. Enough from me. We're gonna have the games do our talking. Achtung! No way. A hero is just someone who doesn't give up. Your dad said that. Ist es? Ja. He was right. Spider-Man? Ja, aber nicht nur irgendeiner. Now it's your turn. Go be Ach hero, was? Miles. Mhm. Morales. Okay. Miles! Let's do this. Oh Gott, ich bin gerade so froh, dass du nicht mehr bei dieser PlayStation arbeitest. Ja, ohne Witz. Ist das ein Add-on? Oder wird es ein eigenes Spiel? Spider-Miles. Holiday. 2020, also zum Launch quasi. Okay. Haut mich jetzt nicht vom Hocker. Oh nein! Nein! Oh, nicht Gran Turismo! Trant wird jetzt weinen. Trant weint, ich auch, aber vor Entsetzen. あの、本当に嬉しいんじゃないかなっていうキャンペーンモードを中心にしたグランツーリスモになってると思います。ぜひ楽しみにしていてください。ポニフォニー。Digital. Ey, die Jungs sind ja echt nett, ne? Aber ganz ehrlich. Ja, es gibt für mich auch nichts langweiliger. Neues Gran Turismo ist wirklich das allerletzte, was ich brauchen kann. Ja, aber also es hat schon seinen Platz auf der Konsole. Ja, natürlich. Also, das ist ja halt das Ding so, jede Konsolengeneration hat ihr Racing-Game, womit sie irgendwie grafikmäßig was zeigen wollen, ne? Ja, klar, aber also, ach Gott, ich find's so schlimm. Also, es hat auf jeden Fall schon sein. Sie juckt mich auch, null. Mhm. Gran Turismo is back. Das muss halt drauf sein. Mehr Wein. Da müssen die jetzt auch schon eine Ewigkeit dran gesessen haben, wa? Das finde ich aber auch. Gran Turismo hängt Forza hinterher. Forza finde ich auch einiges interessanter. Wenn ich zwischen den beiden entscheiden müsste. Oh, Gameplay. Aber ist auch ein starker Geschmack. So. Sarah macht mir Angst. Guck ein bisschen so, ich werde dich im Schlaf töten. Warte mal, wie hieß denn der letzte Teil? Der hier heißt 7. Sport. Ach, Sport, ja, genau. GT Sports, Alter, wie. Ja, ich hab's auch hier. Ich hab's hier in so einem Special Dingsbums, was keiner haben wollte. Das haben sie uns echt bei Sony hinterhergeworfen, das Gran Turismo Zeug. Ich mag Autorennen, aber nicht Gran Turismo. Das ist irgendwie so, ich weiß auch nicht. Also, es mag am Stream liegen, aber bis auf das Lighting sieht das irgendwie ziemlich langweilig aus. Ja, ich meine, was willst du machen? Willst du, dass die Straße brennt oder was? Nee, aber die Texturen also, sieht so komisch aus. Also, es sieht auf jeden Fall nicht nach Next Gen aus. Oder? Ja, Bronco ist wahrscheinlich hier der Einzige, der im Kreis springt vor Freude. Aha. Okay. Ja, sieht wirklich einfach nach PS4 aus. Oi, Buggy!
Hallo. Warum kommt mir der Stil schon bekannt vor? Oh mein Gott, it's Snack. Oh! Hä? Oh, was? Ratchet und Clank? Oh, shit! Wirklich? Wirklich? Es war eigentlich ganz nett, das Spiel. Also das Remake. Remaster. Es sieht 1:1 wie PS4 aus. Ich finde, das sieht eigentlich schon ganz schick aus. Vielleicht liegt es auch an der Stream-Qualität. Ja, das ist gut. Das sieht cool aus. Das ist natürlich alles mega vorgerendert. Ja, ja. Aber ich mag irgendwie den Stil vom Spiel. Ich weiß auch nicht. Ich fand es, wie gesagt, auch echt nicht schlecht so. Ich hab kurz vor Ende aufgehört, weil irgendwas Nerviges kam. Aber bis dahin hatte ich sehr viel Spaß mit Ratchet und Clank tatsächlich. Also sind die mir sonst geschickt? Das ist doch interessant. Ey, das sieht fett aus! Oh, er ist wieder alleine. Das kennen wir auch. Ratchet, we are too late. Cyberpunk. Es ist halt wirklich einfach Into the Spider-Verse plus Ratchet. Alternate Universe Rift Apart. Marcus Smith, creative director at Insomniac Games. Hallo. The entire studio is so excited to be able to share with you a first ever look at Ratchet and Clank Rift Apart. A brand Bullshit new, bingo full-length, interdimensional Video adventure Botschaft built from Devs. The ground up for the PlayStation 5. We're doing things we've never been able to do before. Like use dimensional rifts to be able to leap from planet to planet nearly instantly. Or put ray trace reflections on Clank. All of our alien worlds are filled with density and life previously unseen. Ich fand das schon beim vorherigen Teil so geil, dass es aussieht wie so ein spielbarer Animationsfilm. Ich mag den Spiel einfach mega gerne. Nein, das ist keine neue IP, hallo? Ratchet und Clank gibt's doch seit 100 Jahren. Dieses Spiel profitiert ordentlich von Spider-Man. Wenigstens zeigen die mal Gameplay. Finde ich geil, dass die Reihe so lange überlebt hat. Ja, und vor allem haben die immer so geile Waffen. Und das, man merkt einfach, das ist so eine richtig. Das ist so eine Art von Spiel, das gibt's einfach heutzutage nicht mehr so. Nee, diese Plattformer, die so richtig niedlich sind, ne? So Jack and Dexter-mäßig oder so, das gibt's heute nicht mehr. Das ist cool und sowas, auch viel Geschwindigkeit und sowas mal wieder kommt. Der Stil ist super geil. Ja, ich mag es auch voll. Wir brauchen auf jeden Fall wieder eine Disco-Kanone und so. Das war super. Es ist schon fucking bunt, ne? Ja, sehr bunt. Aber ich mag bunt. Ja, ich auch. Ist das Gears 6? Sly Cooper, klar, ja klar. Na sicher. Neues Sly Cooper, die Junge. Irgendwie finde ich das Feature krass. So beim Zugucken. Ich hab Bock, gib mir das. Kein Problem, ich spiel das. Ja, auf jeden Fall. Ja. Piu, 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 piu.
geil. I like. I like to. Das ist nice, freut mich. Na, gibt's ein Datum? Nö. Captured on PS5. Also nicht vor 2024. Oh. Ein neuer, mysteriöser Bumper. Was mag es sein? Oh, ist es das? Square Enix. Ist Marvel? Das eine Nee, nicht Avengers, ne? Nee, das ist dieses eine Game. Nee. Babylons Bla? Ja, dachte ich auch. Wow. Okay. Elden Ring? Nein. Das Babylons? Nein. Falscher Entwickler. She will rise. The fuck? Was ist das denn? Ooh. Nice. Was ist das? Alter, es sieht fett aus. Project Athia. Das ist eine neue IP. Alter, das Ziel gefällt mir richtig gut. Sieht ein bisschen aus wie so ein Final das Fantasy, bloß nicht so glatt gebügelt. Ja, ne, das hat, aber ein bisschen hat es auch was von Souls. Exclusively ja, for PlayStation 5. There you go. Final Fantasy Souls Mischmasche. Cool. Da kann man Ratten kontrollieren? Ratten? Ich habe auch tatsächlich eben bei dieser Review ich gedacht an hier. Ratten. Ach, ich komme mal nicht drauf. Plague Tale. Mhm. Oh, eine Prüne, okay. Oh, die machen nur guten Scheiß eigentlich. Rip humans. Oh, ein Kätzchen. Die Sicht ist nicht super. Spiel gekauft, Katze ist drin. Ja. die Farben sind schick, ey. Cybercat, Cyberpunk, Cat, Catpunk. Oh, ich mag den Stil. Schön, ne? Mhm. Lass uns bitte auch die Katze spielen, Alter. Roger, Roger. Mau. Mau. Oder wenn man das ganze Spiel die Katze spielt, ist das sowas von gekauft, Alter. Ohne Witz. Oh. So cute. Ja, guck mal, wie sie guckt. Stray, ist das nicht die Katze? Stray, wann ist die Katze, Alter? Das ist sowas von gekauft. Okay. 2021. Geil. Ich weiß nicht, Lukas, ich bin halt ein mega Cyberpunk-Fan, also vom Stil. Wenn es gut gemacht ist, finde ich es immer geil irgendwie, ich weiß nicht. Aber ja, ich verstehe schon, was du meinst. 4K Ultra HD Ultra High Speed SSD. Zählt das als SSD ab irgendwie? Ja. Ja. 4K auch direkt alles weg hier. Bla. Okay. Raytracing habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, aber. Doch, Raytracing, okay. Schließt den Traum. Da ist der Controller wieder. Boom. Piep. Ist das Kokain? Ja. Es wäre so gut, wenn es eingefärbtes Kokain einfach auch wäre. Und in dem Kokain confirmed. USB-C-Port, nice. Ja, Mikrofon, geil. Headset, ja. Oh, geil, man bekommt einen eigenen Hirsch für das Zimmer. Yay, 3D-Audio-Hirsch. Ja, spiel mal da mit Hellblade, Alter. Schläfst du nie wieder. Oh mein Gott. Ja. Making games used to be about these constant trade-offs between the artistic vision and technical limitations. With PS5, we're not going to be burdened like that. We're going to be able to realize our artistic vision
Also mein Bingo sieht schon ganz gut aus. Wenn jetzt noch Horizon Zero Dawn Gameplay kommt, habe ich. PS5 will present a paradigm shift as to what players will come to expect from gaming. Will let us tell stories, make worlds, create gameplay that I think will truly captivate the player and really surprise quite a few people. Please take a look at this new franchise for Worldwide Studios coming exclusively for PlayStation 5. Habt ihr das gleiche Sheet alle wie ich oder was? Das kann ja nicht sein. Oh. Hausmark? Oh, was haben die gemacht? Metaphor, glaube ich. Ich dachte, die wurden eingestampft. Oder haben die nicht. War es wirklich Metaphor oder. Next Machina und ja, so. Ja, ja, genau. Ja, Next Machina. Twin Stick Shooter, genau. Oh, ist auf jeden Fall was anderes drin. The crash. The attack. My death. Live, die, repeat. Viel Space, ne? Ja. Even death is no escape. Space. Each time I awake, this planet seems somehow. Die haben es auch mittlerweile mit so Murmeltierspielen. Ach, deswegen kam sie mir auch gerade so bekannt vor, das ist echt Gwendolyn Christie, ne? Kenn ich nicht. Wer ist das? Aus Game of Thrones. Ach so. Ich glaube zumindest, das ist. Damit habe ich nichts zu tun. Mass Effect 4. Nein! Schasch! But I cannot lose hope. Oh, widerlich. Was ist das? Am Ende ist es ein Twin-Stick-Shooter und es ist isometrisch von oben. Ja, ich auch gedacht, das ist ein Twin-Stick-Shooter, bloß andere Perspektiven. Nee, es ist Third Person. Es hat voll was von. Returnal. Ah, Returnal. Okay. Ist der Dark Souls-artige Third-Person-Shooter gespielt. Ballerfrauen-Zombies. College-Spiel, yes! Masupilami, das Spiel. Flauschi, das Spiel. Was ist Tiny Tiger? Tiny Tiger, das Spiel. Oh, oh, no way! No way! Sackboy geht zurück. Sackboy, a big adventure! Oh nein, ist das süß! Das ist ja knuffig. An! Platformer von denen, oder? Das ist so ein richtiger. Aber das ist doch jetzt nicht von Media Molecule, oder? Nee, die haben doch mit Dreams genug zu tun. Da stand irgendwas von PlayStation Studios, oder? Ja, ja, ja. Ja, aber das steht, glaube ich, vor jedem Dings. Sackboy! Ich muss aber. Also, der Stil ist wieder großartig, ne? Ja, ich liebe das. Aber trotzdem sieht das sehr altbacken aus gerade, oder? Ja, voll. Aber ich glaube, dass das wirklich nur am Stil liegt. Das bringt das. Das ist wie. Das ist wie mit dem Yoshi-Ding. Sobald du was aus Papier und Pappe machst, sieht's halt so aus. Meinst du, selbst da kann man nicht irgendwie noch was dran? Nee, ich glaube, die haben das extra so gemacht. Ich finde das eigentlich schon. Das passt schon so. Ich mochte den Stil auch mal sehr gerne. Aber es könnte auch theoretisch auf der PS3 laufen. Ja, oder der Switch, exakt. Ich find's cool. Ja. Ich mochte die immer sehr gerne. Oh, es kommt so außer Atem. Ich
find's niedlich. Ich würde es auch spielen. Ah, es ist hier das. Na, klasse. Wipeout? Das Ubisoft-Game? Nee. Das mit den Rollschuhen? Nein. Ich dachte, das ist Wipeout. Oder? What? Oder was ganz Neues? Stocker! Oh, es ist super. So eine alberne Scheiße finde ich. What the fuck? Ich finde es total gut. So eine alberne Scheiße einfach mit Autos und einfach alles platt machen, finde ich toll. Es sieht sehr Fortnite-artig aus. Aber ich finde ganz schön geil, was du da. Ja, es ist halt auf. Es fährt halt wirklich so die Fortnite-Schiene. Junge Leute, alles muss bunt und mimig sein und spritzig sein. Das ist richtig schön abgedreht. Ja, ich mag das auch. Ich finde es gut. Hauptsache Autos zu Schrott fahren. Ja, als würde man. Ich glaube, als würde man Rocket League und Fortnite fusionieren. Und den Ball wegnehmen. Das ist geil. Aber auch das ist ein Spiel, das locker auf der PS3 laufen könnte. Destruction All-Stars. Okay. Man hat natürlich jetzt nicht gameplaymäßig viel gesehen. Alles cool zusammengeschnitten, aber es sah interessant aus. Weiß ich nicht. Hello everyone, my name is Josh Greer and this is my brother Mike. We're from Ember Lab, a small team with a background in film and animation. And we're very excited today to share with you the first look at our new game. It's a story full of adventure and charm that has themes in personal growth and redemption. So please enjoy. Haben wir gerade so einen Zelda-Fanfilm gemacht oder so? Ich weiß nicht. Oh! Jetzt wird's niedlich, Freunde. I know you are kind. You sense the power that flows through this land. Ich möchte so einen Fluffel. Yet you do not fully understand it. Boah, die Musik ist so richtig Ghibli-mäßig voll geil. Driven by the belief that you can help these troubled spirits. But you cannot hide your weakness from me. Kann man die anzünden? Nein! Aus! You have no power here. Oh, das wird schön. Das wird schön. Toll. Yes. Pikmin. Ja, es ist wirklich wie Pikmin. Aber es hat auch mega was. Hörst du, ich muss gerade immer ein Ghibli-Ding. Ja. Oh, ich mag's. Vor allem so aus, wirklich, als hätte ein Indie-Studio richtig krass viel Kohle bekommen. Ja, ne? Weißt du? Ja. Das finde ich geil. Irgendwie gibt einfach so kompletten Newcomern Kohle in der Hand und dann kommt sowas raus. Das ist schick. Ist das Kena oder Kena? Kena. Es ist ein K. Kena. Ja, ist viel Neues dabei, finde ich auch. Aber viel auch in so einer sehr kindlichen Grafik, habe ich das Gefühl bis jetzt. Also die holen gar nicht so viel raus aus diesem Gimmick. Neue PS5, bla. Jetzt kommen eh erstmal Indies. To do that thing you've always meant to do.
Sometimes I feel like I'm just standing on the edge of doing great things. Emo-Zera ist das. Sind das so ein Furry-Spiel? But something's holding me back. Das sind alles Dinosaurier, Mann. Die sind alle ausgestorben. Aber der Stil ist irgendwie ganz cool, finde ich. So Hand animiert ist halt komplett meins. I'll never be as good as what I imagine. Ich kenne den Look von ich kenne den Artist, glaube ich. But if we've got nothing else to lose, might as well jump. Das ist bestimmt wie Life is Strange, nur mit Dinos und Comic-Look. Ja, ich wollte es auch gerade sagen. Goodbye, Volcano High. Hi, I'm Lorne Lanning, and I'm here to share with you a game that I've been dying to make. It's an emotionally engaging story where rescuing is rewarding, failure is devastatingly hilarious, and the memories should last you a lifetime. Take a look. Ich hab auch gedreht. What worked is music? Oh, es ist wirklich, was war das? Oh, Gott, Mann. You are no longer a slave, Abe. Hab ich nie gespielt. Keine Aktien drin. Oh, wir müssen ein Stück Kindheit, tatsächlich. Chat rastet aus. Vor allem, wenn nicht mal ein neues. Ja, die waren immer mega creepy. For the fate of your entire people. Is up to you. Oh, komm, das ist richtig Nostalgie, ey. Ich verbinde damit leider gar nichts. Das ist so geil, wie ihr alle euch freut und ich so, ja, okay. Das sieht aber eher nach isotopische Perspektive aus. Odd World Soulstorm. Warum sieht das aus wie so ein Star Wars Font? Ja, stimmt. Soulstorm. PlayStation 5 によって我々の考える東京のビジュアルを実現できました。ああ、いや、今までに見たことのない Ghostwire oder wie das heißt。聞いて、感じることができます。Da die lustige Frau ist doch ausgestiegen und oder das ist das doch? Ja, hier. Oh, nice. Oh, es gibt Gameplay. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Das Cinematic sah krass gut aus. Das ist voll meins. Oh, bitte lass es Gameplay aussehen. Oh mein Gott. Bitte sei fett. Nein, das gilt nicht als World Premiere. Sie haben nicht World Premiere gesagt. Hear threats, others don't. Voll geil! Ah, das Slenderman! Ich finde es sehr interessant. It's up to you to save Tokyo. Es ist First Person? Es ist First Person. Hm.
es sieht aus wie so ein... Es sieht aus wie Saints Row in, mit Geistern und Tokio. So ein bisschen, oder? Es hat also, halt so auch so Horror-Anleihen. Das ja, geil. Irgendwie so ein bisschen Horror mit drin, aber du bist, du kannst irgendwie alles fuck? Machen. Was? Oh, okay. Alles ist voll meins. Ja, Japan halt, ne? Geil. We are Japan of shit. Let's go. 2020. Also wirklich ungenauer geht's nicht. Alle sagen so, 2020. Wann? Ich glaube, das sind wir ja da. Cocaine, it's a hell of a drug. What the fuck? Ja, stimmt. TBA ist noch schlimmer. Bad shit, Japan gedöns. Super Brothers. Super hot. Super. Zweites Support würde ich auch nehmen. Guck mal, Elon Musk. Nee, ich hätte auch nicht gedacht, dass so viele neue Sachen kommen. So richtig viele neue Sachen. Hätte ich auch nicht, aber finde ich aber richtig geil, muss ja, ich sagen. Voll. Bis jetzt gefällt es mir wirklich gut. Die pissen halt gerade sehr hart auf Microsoft, ne? Ja, wie immer halt. Nothing changed. Ja. Oh, das Jahr 0. 1, 2. Okay. No Man's Sky again. But now it's grey. Also es ist bestimmt interessant, aber der Look gefällt mir überhaupt nicht. Nee, mir gerade auch nicht mehr irgendwie. Elon Musk the game, hallo Chester. Ich muss mal ganz kurz Fenster zu machen, weil ich wieder... Nein. Doch! Hier werden keine Fenster zugemacht. Jeet! Was steht da? Jet? Jeet? Jet? Jet! Das ist mein Lieblingscharakter aus Valorant. Oh, kommt noch dieses Jahr. Sieht aber echt sehr öde aus, muss ich sagen. Es tut mir leid. Strange sah es aus, auf jeden Fall. So ein Cello-Game auf jeden Fall. So, meine erste Seite ist vollgeschrieben auf diesem Blog. Hätte ich ja nicht gedacht. Gearbox Publishing presents. Hip-Hop-Musik. Wie heißt das nochmal? Outriders? Ist das Outriders? Nee. Wo ist Demon's Souls? Ist das Godfall? Das ist Godfall? Ja? Wirklich? Davina, danke schön für dein Follow. Willkommen und Prost. Oh ja, anscheinend. Leider lame. Aber immerhin. Ich finde die Musikwahl irgendwie strange. Ja, voll. Das passt überhaupt nicht zum Gameplay. Holiday 2020. Das ist ein bisschen wie bei Mortal Kombat, wenn sie immer den Hip-Hop-Track nehmen für die Reveal-Trailer. Aber das ist mittlerweile irgendwie normal. Ja, stimmt. Das passt einfach schon zum Schluss. Vor allem, was war das für eine Art Spiel jetzt? Noch mehr Annapurna. Ich hab's irgendwie nicht ganz gekraft. Ooh. Ist das Aita? Nee, Hyper Light Drifter 2? Was geht? Eiter, das kam auch nie raus, ne? Nee.
Oh, Loco fällt mir jetzt schon. Das ist bestimmt wieder sackschwer. Wow. Schalomchen. Oh, geil, spielbarer Drogentrip. Ist bestimmt Hyperlight Drifter 2 einfach nur. Aus deiner Perspektive? Maybe. Ey, bei Anna. Bei Zelda. Bei Annapurna weißt du immer, es wird gut. Finde ich. Ja. Das sieht geil aus. Wow! Ich wollte eben joken, dass das was von Dr. Strange hat. Jetzt ist es halt wirklich so. Ja, hoppla. Solar Ash! Aber der Hyperlight Drifter-Typ war doch nur ein Typ, oder nicht? Sieht cool aus. Ja, voll. Finde ich auch. Auf jeden Fall mal interessant. Ich glaube, am Ende zeigen sie die ganze Konsole und die machen jetzt hier immer nur so ein bisschen mit den komischen Symbolen rum, um uns zu ärgern. Hitman! Nein, danke, für mich nicht. Ich möchte kein Hitman. Ich hatte immer Spaß in den Nähe. Ich glaube, Robin rastet jetzt aus. Hitman ist cool. Ja, der fand nämlich Hitman auch ganz geil. All your hard work. Spezialmodell ist gerne von denen. Ich hoffe, die Präsentation geht noch 2 Stunden. Es gibt noch viel, was wir noch nicht gesehen haben. Gib. Männer allein im Wald. And now you find yourself alone. Und die Mucke fliegt gerade richtig. Only death awaits. Hitman 3! Januar, na, das ist doch mal eine Angabe. Ja. Das ist doch schön. Da kann man was mit anfangen. Löblich. Hakan Abrak hier from Io Interactive. In Hitman 3, Agent 47 is back for his most intimate and professional contract in his entire career. Ja, Frage. Episoden oder nicht? World of Assassination Trilogy. I'm so proud to be here to present a little glimpse of the gameplay where Agent 47 is on top of the world in Dubai. Enjoy. Dubai! Das ist doch nicht Dubai. Das ist ein bisschen überzogen vielleicht. Space Dubai. Space Dubai. Alter, in Future Dubai. Yo. Team Ico gibt's nicht mehr. Zumindest nicht mehr in der Form. Aber Ueda arbeitet an einem Spiel. Ich glaube aber nicht, dass er es hier vorstellen wird. Was war das Gameplay? Ja, hat man ja richtig viel gesehen auch. Na, immerhin hat man kurz im Game Szenen gesehen. Oh. Drück doch mal! Das Menü, wie schön. Ich mag Glitzer. Wie sie uns teasen. Yes. Oh, wie süß! Oh, Astrobot! Das hat richtig viel Spaß. Das einzige Spiel, das jemals Spaß gemacht hat auf PSVR, so richtig gut war, ohne Witz. Das einzige Spiel? Ja! Ja, Astrobot war großartig. Das ist richtig gut gemacht. Kann man nichts meckern, ey. Ohne Witz. Ja. Ja, vielleicht noch Beat Saber. Das war auch noch cool. Astros Playroom. Hot. Es
Ist das nur eine Erweiterung gewesen oder ein... Ach. Gebt uns Infos. Ich weiß nicht, ob das VR war, Leute. Ich weiß nicht, ob das zählt. Ich mag... Neo Stream Presents. Jetzt nicht mehr. Nee, jetzt wirklich nicht mehr. Schade, für 2 Sekunden warst du cool. Snake? Snake! Oh, es ist Bloodborne 2. Ach so, na dann. Vielleicht gibt's da Rattenkeul, ja. Oh, Ratten! Hans. Ich finde, die Figuren sehen sehr schlicht aus. Sehr schlimm. Ich muss ganz ehrlich sagen. Oh, Mad Max. Pinguin. Oh, The Revenant. Ledermäuse, scheiß Forest. Warte, wir haben so vieles jetzt zusammengewürfelt. Ich weiß, dass Astrobot VR war, aber war das jetzt auch VR? Oder war das ein neues Spiel ohne VR? Das ist war die Frage. Ich finde diese Seitenansicht von den Häusern richtig geil. Ja, warum ist das ganze Spiel nicht so? Ja, genau, aber ich finde den Charakter finde ich unfassbar. Hässlich? Entschuldigung. Oh, die Grinsekatze, what the fuck? Ey, ich weiß nicht. Also irgendwie, ich, keine Ahnung. Das ist ein Dreams-Game. Oh, das wäre lustig, wenn sie jetzt sagen, Made in Dreams. Oh, das wäre echt witzig. Little Devil Inside. Little Devil Inside. What's up, everyone? Hey. I'm Zion Williamson of the New Orleans Pelicans. Here we go. The first ever teaser for NBA 2K21. I'm not ready for this. Basketball. Basketball. Oh, ich lehne mich mal kurz zurück, damit ich nicht vor Excitement vom Stuhl fall. Ich schenke mir noch ein bisschen Wein ein. Ich schenke mir noch. Ja. Bin nicht bereit, ey. Ich finde das immer so geil. Pre-Alpha-Footage. Dann könnte es auch eigentlich auch ganz lassen, oder? Pre-Alpha-Footage am Arsch. Scheiß. Schreib doch einfach vorgerenderter Kack. Ja, das muss man jetzt bis jetzt auch sagen. Also ich finde von den Games her, das ist echt gerade richtig, richtig gut. Ja, finde ich eigentlich auch, aber es fehlen so die Blockbuster. Aber man hat tatsächlich bis jetzt noch gar nichts New Gen-mäßiges gesehen. Das nee, also das kann auch alles auf der PS4 laufen. Alles sehr comichaft, sehr, sehr low-poly teilweise. Ja, echt. Das finde ich auch ein bisschen... Und ich bin unterwältigt. Und ich liebe Indie. Ich finde Indie richtig geil. Also ich auch. Fast alle Spiele bis jetzt richtig nice. Aber wie gesagt, es fehlt so ein bisschen. Ich brauche die Knaller. Wo sind die großen Dinge? Wo ist Horizon Zero Dawn 2? Guck mal, schon wieder ein... Schon wieder so ein... Oh, man spielt eine Erdbeere. Schnuffi. Oh. Ah, ich habe nur Witze gemacht. Ich spiele echt eine Erdbeere. Oh, die hat Augen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist mein Spiel. Einfach alles auf, überall Googly Eis drauf. Ja, machen. Einfach überall Googly Eis draufhauen. Oh, this one's lively. Beautiful seed patterns. No! Oh, and it's tasty too. What the fuck? Welcome to the island of. Oh, from the creators of Octodad. Oh mein Gott, wirklich? Also wird richtig bescheuert. Oh, es wird das so sieht gut. Was zur Hölle passiert hier gerade? Oh. Komm,
und schnüffelt etwas Kleber. Hier noch ein Leinkuchen. Sandwiches. Ananas auf Krebsen. Schnecken mit Basketbällen. Yeah. Eine Wassermelone mit 6 Beinen. Das ist das geil, Alter. Ich geh kaputt. Oh. My invitation is open. Come join me on the island of Firebugs. Liz! Hey, I was trying to carry a lamp with my weenie hands, but I dropped it, and now the town's on fire. With my weenie hands. Weenie hands. Bugsnacks. Okay. Aber krass, das Spiel ist nicht. Als Bemerkung, ich schreibe daneben als Bemerkung Koks. Ja. Okay. Guck sie dir an, die ganzen kleinen Flauschis. Okay, noch dieses Jahr. Das ist gut. Ich musste auch ein bisschen an Rick and Morty denken. Zumindest so. Den Humor. Man, ja, ist das die Konsole? Naja, ist aber wieder Shape. Der Kreis. Ach so, die macht doch nicht so einen Eiertanz. So toll seid ihr nicht. Xbox. It's a prank, bro. Hi, everyone. Thank you for being with us today for this very special event. But before we get to the end of the show, I have something very near and dear to me. Oh Gott. Das könnt ihr nicht machen. Leute, also wirklich. Wir haben noch keinen Elden Ring gesehen und noch keinen Horizon Zero Dawn. Und das geht nicht. Oh oh. Ich hab Angst. Ist das Horizon, glaubt ihr? Nee, guck mal, die Figürchen. Nee. Ist das Demon's Souls? Demon's Souls. Yes! Holy shit! Oder? Was? Es ist oh mein Gott, das sieht so fucking gut aus! Ja, Mann. Oh mein Gott! Es ist Demon's Souls, Alter. Fuck yes! Das jibbelt doch nicht! Ja, wir haben es ja alle gewusst. Ey, Demon's Souls! Ich hab's nie aufgegeben. Hat jemand ein Bingo? Oh. Demon's Souls. So, jetzt kann die PK enden. Ich hab's gesagt, Bluepoint. Ja, natürlich. Wir haben es doch alle gewusst. Ach. Oh. Aber kein Datum, nichts. Ich hasse euch. Deathloop is a next-gen first-person shooter about rival assassins locked in the time loop. Geil. This is our unique vision. Nice. What Arkane is all about. Freeform immersive gameplay, a surreal player-driven story smashed together. Please. Want to see some stylish action? Yes. Check this out. Nice, das hätte ich nicht gedacht. Ich liebe Arkane. Ey, ich auch. Ich bin mega gespannt auf das Spiel von denen. Das. Immerhin haben die Prey gemacht. Es klang so interessant. Ey, ich hoffe, das wird nicht das Ende jetzt. Wir haben noch keine Horizon Zero Dawn gesehen. Oh, es ist so typisch Arkane. Ich liebe es. Ja, Mann. Gib mir das. Ja, ja, komm, ey. Das ist ja wohl... Das ist Arkane, Alter. Das ist so geil. Das ist Dishonored in irgendeiner Zukunftsscheiße. Richtig gut.
Und ein bisschen mehr Comic-mäßig. Team Fortress gemixt. Restart loop. Good morning, Black Reef. Another day, another death. Aren't time loops fun? For everyone else on this island, this place is paradise. Mm-hmm. A never-ending party. Got it. Where hunting me is the main attraction. And no matter how I try to escape, they always cut me down. Was für ein geiles Konzept das ist. But I'm one stubborn motherfucker. Every loop I'm learning a little more, piecing together the puzzle. There's 8 targets. Das ist echt so wie Live, Die, Repeat. Bei jedem Mal lernst du mehr über die Situation. Und irgendwann weißt du, was du tun musst. Das ist richtig geil. Ist das Mobile-Spiel? Ja. You thought it was going to be easy? Juliana Blake. Black Reef's protector. And a real pain in my ass. She may kill me a million times. But eventually, inevitably, I will break this fucking loop. Ich mag das, ich mag den Stil auch. Ich mochte Dishonored super gerne, ich mochte Prey. Ich finde aber das Konzept sehr geil. Ich kann mir aber immer noch nicht so richtig hundertprozentig vorstellen, wie das Spiel am Ende sich anfühlt. Also. Nee, ich auch nicht, aber ich mag dieses Murmeltier-Konzept einfach voll. Und ich vertraue einfach Arcade, dass sie das gut machen. Ja. So. His story comes to a close. Who is he? Long ago, a young girl went with her mother to pick berries for her father, who was hard at work. But the forest greeted them with a dark, cold silence. The bushes empty. Sieht aus wie The Witch. Yet determined to find the berries, the rascal broke free of mother's grasp. Hoffentlich. Oh nee, bitte nicht. Mother's worried cries faded fast as the girl ran on, over vine, under branch. And into Blair Witch meine ich gerade nicht, Witch. Hm. What is it with that creepy story? It's just a local tale. You're really into that stuff? Hier vom Blueberry Team sogar. So lustig. Das ist nichts für mich. Who are you? Who sent you? Who am I? Where am I? They're coming. Who is? Das ist Darkwood. Wendy Ghost oder was? Das könnte auf jeden Fall vom Blueber Team sein. Vom Look her allein. Schloss. Baby. Oh, cool. Baby im Schloss. Lara Croft. Ich raff nichts von diesem. Was ist das? Was soll das sein? Irgendwas mit einem Kult mit Hexen und Frauen. Das ist auf jeden Fall zu poliert für Blueber Team. Schloss. John Marston ist auch dabei. Ninja. Werwölfe. Werwölfe.
Was bist du? Keanu Reeves, ja. The Village. Village. What? 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 Alter, was? Nein! What? Nein! Sorry. What? Nein! Nein! Im Leben nicht! What? Oh mein Gott! Die haben's aber auch drauf, Alter. Wirklich. Alter, fuck off! Wie geil ist das? Ich brich weg, ey. Die haben's wirklich drauf. Oh mein Gott, ich bin gerade so. Jedes Mal verarschen die uns, die Schweine. Gerade so glücklich. Krass. Das ist ja richtig krass. Hätte ich nicht gedacht. Alter Schwede, ey. Oh, Kojima? Das ist echt Kojima-Zeug, oder? Weiß ich nicht. Kann sein. Ich habe Death Stranding noch nicht gespielt, deswegen weiß ich nicht, was man da macht. Nee, der Look. Ja, der Look, ja, aber. Ist das Horizon Zero Dawn 2? Ich geb nicht auf. Aloy? Nein. Cybercat. Oh, wenn das jetzt irgendein Scheiß ist wie Call of Duty, ne? Ich habe ganz das Gefühl, es müsste ich wissen, was es ist. Ja, ne? Ich habe auch so das Gefühl, so, da will uns jemand so pieksen. Und wir raffen's nicht. Weißt du, wie das aussieht? Hm? Das, wie so ein Vanquish. Ja. Von Platinum, irgend so ein Platinum Game. Ja, aber. What is that? Oh, der Mann auf dem Mond. Freedom. Our freedom. Ja, okay. Sieht interessant aus, ist aber nur ein. Ja, 2022, Alter. Ist nur ein Render-Trailer, glaube ich. Ist nichts. Kann man noch nichts ableiten von. Nee, wir haben auch schon Gameplay gesehen mit Donna Feeling. Gib mir endlich Horizon Zero Dawn, ja, Action. Ja, kommt jetzt. Sieht zumindest danach aus. Ja. Vielleicht? Bitte? Guck mal, alles überwachsen, alles im Arsch. Komm, Alter, das ist Horizon Zero Dawn. Perished a thousand years ago. Their great cities turned to graves. In their place came new life. Oh. Krabben. Meins. Ja, das ist doch. Ja! Geil! Yes! Bingo! I must find a way to stop it. Bingo! Or it will get worse and worse. Oh mein Gott! Wie süß! Es ist eine Schildkröte! Bingo. Ihr habt auch alle Bingo, wie schön.
Oh ja, ich auch. There's nothing I wouldn't do to save this world. Oh, geil. Oh, unter Wasser. Oh Gott, das wird so gut. Yes. No secret I won't unlock. Das ist ein Bingo. Ja, Bingo. Geil. This mission is mine alone. If I falter, Bingo, if I fail, danke für die Bets, there won't Leute. Be anyone left to stop what's coming. Oh, er wieder, ja. Stimmt, er hat sich aus dem Staub gemacht am Ende. Archibald. Korrupter Schmidt! Korrupter Schmidt! Korrupter Schmidt. Astor, danke schön für 4 Monate. Astor, 1105. Der Genfei. Monatstag mit Anne und Eloy. Wie Weihnachten. Horizon Forbidden West, Alter. Los geht der Scheiß. Richtig gut. But whatever comes. Alter, Herr der Ringe. Oh oh. Olifanten! No! I will be ready. Hooked on a feeling, ja, ist er. Genau der. Jetzt sag nicht. On behalf of the entire team at Guerrilla, we're happy to share the first look at Horizon Forbidden West. We're continuing Elga's story as she moves west to a far future America. To brave a beautiful but dangerous frontier masked with mysterious new threats. Get ready to explore distant lands ravaged by massive storms. And take on new, powerful machines as you return to the majestic world of Horizon. Stay tuned for much more. We can't wait for you to get your hands on it. Das muss zum Launch fertig sein, Alter. Die brauchen einen Knaller. Treyarch? Okay. I think there's a lot to look forward to for the community. Oh, James, the fans are gonna be really pleased. As a game designer Capcom. And storyteller, this is incredibly exciting. We're talking a whole new generation of ideas and experiences that we can create for the player. No matter where they are, no matter who they are. New experiences like we've never had before. More iconic, interesting characters. More Remedy. Immersive nice. Worlds for players to explore. We want to wow players. Die alte von Devolver, Alter. Die immer, die Moderatorin spielt, das ist so exciting. Kann ich nicht mehr ernst nehmen. Nee. As a developer, that's an amazing feeling to have. Ey, salut Sony, das war cool. Das kann ja, zum Ende haben sie nochmal also, richtig. Ich find's richtig oh. Cool. Ah, fucking Resion. Resi ist 8! Ich bin so happy, ey! Was geht? Na, kommt das Design noch raus jetzt? Oh. Das wäre schon ganz nett, ne? Schwabbel, also wenn die PS5 so groß ist, dann stelle ich mir die nicht so aus. Ja, sag ich doch, ich brauche ein neues Haus. Hm. Passt nicht, es geht leider nicht. Die haben wirklich so einen Hang zum Drama, kann das sein? Das muss wirklich alles in die Länge gezogen werden. Wow. What the hell? The fuck? Ist das noch eine Konsole? Oder ein Ist ein Föhn. Ein Föhn vielleicht, ja. Heizkörper kann es auch sein. Sieht einfach aus wie so ein Kunstgegenstand. Ja, weißt du? Irgendwie. So. Nun. Ey, ist es nicht schlimm? Ich find's nicht schlimm, aber ganz ehrlich, also schön ist es auch nicht.
Es ist so. Also, es sieht aus wie so ein. Von vorne sieht es aus wie ein Award, den man verleiht. Ja, und genau. Dann sieht man aber an der Seite noch so: oh, das geht ja noch nach hinten weiter. Habe ich auch gar keine Idee. Ja, weiß ey, nicht. Weiß ich nicht. Die versucht ein bisschen zu hart stylisch auszusehen. Ja, ne? Das ist so ein bisschen zu sehr gewollt, leider. Sie haben so ein bisschen. Ein bisschen wirkt so, als hätten sie den die Xbox gesehen und haben sich gedacht, ach, die haben ganz Memes über den Kühlschrank, so viereckig, alles lame. Machen wir mal so richtig kantig und super stylisch und ja. Boah, es muss richtig aussehen. So. Ey, es könnte, aber es könnte noch viel schlimmer sein, finde ich. Es ist okay, es könnte schlimmer sein. Ach, ja. Auch eine ohne Laufwerk. Krass. An unsere Charging Stations denken. Ja. €800. Na? Release date? We hope you've enjoyed the first glimpse of our future today. You've seen our most striking console design yet. And you've seen games that can only be enjoyed with the full range of PlayStation 5's features and power. At PlayStation, we believe in generational transitions, and we put years of work into making them happen. We want you to enjoy the unique benefits of moving from one generation to the next. Thank you for joining us. We're launching later this year, and we have tons more to share. Mm-hmm. Welcome to PlayStation 5. All right. Alright, alright. It's okay. Aloy! Ey, ich fand's cool. Ganz ehrlich. Ja, ich fand's auch cool. Ich fand's echt cool. Indie-Titel haben Liebe bekommen, sehr viel. Ja, das finde ich auch richtig wichtig. Es fucking Demon's Souls Remaster, wo ich mich hier gefreut. Fucking nochmal Resi, ich bin glücklich. Und außerdem sieht Ghostwire auch richtig interessant aus. Ja, Ghostwire ist auch richtig drogenmäßig. Das Katzenspiel. Oh ja, fucking Oddworld auch noch. Ich find's auch geil, dass Miles sein eigenes Game kriegt. Ich hoffe, man kann die PS5 auch hinlegen. Jetzt schreibt Mark Tills mir. Vor 2 Jahren hätte ich dir schon sagen können, dass hier Demon's Souls rauskommt. Ey. Ich habe mir vor 2 Jahren schon gesagt, Lupin macht Demon's Souls. Schreibt ihm mal bitte, dass er mir antworten soll, der Arsch. Kannst du gucken. Mark Tills schreibt nur, wenn er schreiben möchte. Mann. Alter, Resident Evil 8. Wie fucking abgespaced das aussieht. Ja, da war ja wirklich alles drin. Ich muss mit den Trailer. Das ist so abgespaced. Alter, das Horizon wird auch so gut, ne? Vor allem fucking Werf. Statt Zombies dann, oder? Das ist richtig. Play has no limits. Ja, vielen Dank, dass Sie heute unsere Gäste waren. Das Programm ist jetzt beendet. Wie Marvel einfach über dem Sony steht. Ganz ehrlich. Ich hasse Marvel, wirklich. Wirklich sehr. Seht ihr das? 2020 Marvel, dann kommt 2020 Sony Interactive Entertainment LLC. Ist das euer Ernst, Marvel? Das ist so gut. Seid ihr wirklich so geistesgestört? Wenn ihr wisst, wie viel Spaß wir mit Disney hatten. Alter, Marvel ist wirklich das Letzte. Ohne das ist. Regt mich auf. Das regt mich auf. Ich muss es wegmachen. Weg. Herrlich.
Ja, das war schön. Ich glaube, wir sollten uns nochmal, ich möchte, dass wir nochmal zusammen den Resi-Trailer gucken. Ja, den will ich auch nochmal angucken. Weil das ging jetzt viel zu schnell alles. Vor allem. Alter. Resident Evil 8. Hier. Stopp. Stuhlert hier hin. Den müssen wir uns jetzt nochmal zusammen angucken. An alle, die schon schlafen gehen, gute Nacht. Schön, dass ihr da wart. Sonntag gibt es den nächsten Stream und zwar 12 Stunden. Von 12 bis 12. Nicht vergessen, Sonntag einschalten, das wird lustig. Lell. So, wir gucken jetzt nochmal hier schön zusammen Resident Evil 8 kurz an. Das ist jetzt noch so ein bisschen vorgeschwurbel, aber jetzt geht's los. Achtung. Vor allem die ganze Zeit, his story comes so close und man hört nur ein Mädchen und die reden über ein Mädchen. Ich dachte so, hä? Ja, ja, ich... Oh Gott, man hört gar nichts, leider. Ist es dein Chris Redfield, oder? Ja, ich glaube, das ist der. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man nochmal als Ethan spielt. The bush is empty. Yet determined to find the berries, the rascal broke free of Mother's grasp and vanished into the tree. Mother's worried cries faded fast as the girl ran on, over vine, under branch. Aber es ist auch wie Outlast dann, oder? Wenn man so ein Village hat? Into the forest deep. What is it with that creepy story? It's just a local tale. You're really into that stuff? Hey, Firemonkey ist auch noch wach. Was geht? Ich hab Poopoke. Das ist halt echt was von so Wendigos. Das ist eher so Folktale statt Zombies, weißt du? Finde ich richtig geil. Aber irgendwer hatte auch Resident Evil 4 geschrieben, weil das ja auch in so einer Kultstadt war. Ja, ich habe auch erst an 4 gedacht. Aber... Das ist ja das Neue, ne? Das ist schon, also... Das habe ich nicht kommen sehen, wirklich. Ich habe es nicht kommen sehen. Eigentlich hätte uns das anspringen müssen. Aber das hat auch nichts wirklich Resi-mäßiges so beim ersten Angucken, finde ich. Das ist wirklich was komplett Neues wieder. Das war bei 7 ja auch so. Ja. Aber fuck, sieht das interessant aus, ey. Guck mal, was da alles drin ist. Irgendwie, weiß ich nicht, so Art Deco 20er, 50er, keine Ahnung, was das ist. Dann irgendwelche Cowboys, Schnee, Dorf, heute, jetzt Zeit. Da ist ja alles drin. Und ein Werwolf. Ein Scheiß, fucking Werwölfe. Wie cool ist das bitte? Es ist einfach Bloodborne gemixt mit Resi. Und dann hier die fucking 8, Alter. Ohne Scheiß. Chris? Chris? Sorry, Ethan. Ja. Ja. Ah, das habe ich am Ende gar nicht so richtig mitbekommen. Ja, doch. Why? Why? Er ballert Mia um, die man die ganze Zeit retten wollte, oder was? War das echt Mia aus dem... Ich glaube, es war Mia. Das gibt doch Sinn, das ist Ethans Frau. Ja, genau. Warte. Chris? Ja? Sorry, Ethan. Oh, yes! Er sagt auch sorry, Ethan. Da ist sie. Ja, das... Warum erschien... Alter! Ja, krass, ey. Was ist doch wieder Ethan? Dann fängt es ja quasi da an, wo 7 aufgehört hat, nämlich alle sind gerettet. Aber wahrscheinlich hat sie irgendwie noch den Scheiß in sich, dieses biochemische Blablabla. Oder was? Ja. Und er sagt, er hat sie auch am Ende, oder? War er das nicht, der am Ende kam in dem Chopper? Ja, genau. Ja, genau. Ne? Und dann, sorry, ich muss deine Alte töten. Why? Ja, why? Exakt. Das gibt's ja nicht. Okay, dann setzt das wahrscheinlich genau hinter 7 an. Und warum fliegen sie dann in so ein komisches Dorf?
Oh, wir müssen weg hier. Leak said there's three playable characters, so we got Chris and Ethan und irgendwie noch jemand dritten. Okay. Ja, keine Ahnung, ob das stimmt, aber ich lese gerade ein paar Sachen. Ja, okay. So, wollt ihr noch was sehen? Wollen wir noch einen Trailer gucken? Habt ihr noch was? Fucking riesig. Was war noch richtig geil? Ups. Warte, was hatten wir noch hier? Demon's Souls hat man noch nicht viel von gesehen. Das war nur das Intro von Demon's Souls. Ja. In hübsch quasi. Also das ist, hat jetzt auch nicht so viel her. Wir können noch mal Horizon bitte gucken. Genau, Stray. Auch sehr schön. Stray können wir auch noch mal machen. Ich muss auch, glaube ich, jetzt leider mich ausklinken, weil ich muss um 6:30 aufstehen. Was? Ja. Was soll das denn? Ja, Arbeit, ey, dreckig, eklig. Aber das war geil. Das war schön, ne? Ich hab das echt vermisst, so. Komplett. Dass mal wieder eine richtig gute Veranstaltung ist, wo neue Sachen gezeigt werden. Das hat man ja wirklich nicht so oft. Ja, ist Stray auch cool. Bin ich auch gespannt drauf. Ja, das gucken wir gleich auch nochmal. Also, gute Nacht, Koya. Cool, dass du das mit mir zusammen gemacht hast. Gerne, wie immer. Ich stoße nochmal auf dich an. Im Prinzip haben wir ja ungefähr so die Tradition beibehalten. Also, das ja, ist quasi, cool. Ne? Auch wenn nicht E3 ist und auch wenn Pandemie ist. Alles, ja, das alles war so eine Mini-E3 heute. Ja, eine Mini-E3. Gut. Alright, dann sage ich danke. Ja. Gute Nacht an alle. Und ja. Man gute Nacht. Hört und sieht sich die Tage. Genau, wir reden sowieso nochmal. Mach's gut. Ja, auf jeden Fall. Quiplash-Stream, komm. Quiplash. Alles klar. Good gute night. Nacht. Tschüss. Bye-bye. So, ich hab ein Bingo, aber das hatten wir alle, glaube ich. Schade übrigens, dass es nichts zu Elden Ring gab. Das fand ich ein bisschen enttäuschend, weil eigentlich haben sie ja keine andere Plattform, um das zu zeigen. Es kommen ja jetzt eigentlich nur noch so Streams von anderen Marken quasi, aber wer weiß. Who knows? Who knows? Werbung ist doof. So, das muss ich nochmal sehen. Es war einfach viel zu gut. GTA 5, ach komm. Der Schinken. Dass sie damit auch anfangen, oder? Wer fängt denn mit GTA 5 an? Perished 1000 years ago. Their great cities turned to graves. In their place came new life. Stimmt, die Online-Games kommen. Ja, wer weiß. And new dangers. Oh Mann, ey. Aber habe ich dann in dem Spiel dann auch meine richtig geile Rüstung? Die ich mir mühsam zusammengesucht habe im ersten Teil? Wahrscheinlich nicht. Until it destroys us all. There's nothing I wouldn't do to save this world. Alter, tauchen! No depth I won't explore. No secret I won't unlock. No barrier I won't cross. Alter, wie groß dieses Spiel wird. If I falter, if I fail, there won't be anyone left to stop what's coming.
Wieso, Black Teddy? Ich hab's doch gehört. Ey, ich... Also, ganz ehrlich, sie haben es jetzt zwar noch nicht gesagt, Aragorn, aber das kommt bestimmt noch zum Launch. Die arbeiten so lange an dem Thema. Und das ist wohl eindeutig Herr der Ringe, oder? Die Olifanten? In einer Welt mit vielen To-Dos und wenig Zeit. Ja, halt's mal. So. Genau, Stray. Wir wollen auf jeden Fall nochmal zum Abschluss gucken wir nochmal Stray. Weil Katzen super geil sind. Stray! Trailer! Ja, Stadia kann sich mal gehackt legen. Schön hier das dumme Logo unten drin. Dankeschön. Für nichts. Fusselbommel. Ja, Horizon war auch toll. Man spielt eine Katze. Alter, das wird das beste Spiel. Nach einem Hai kommt jetzt das Katzengame. Ja, ich würde auch sagen, nicht allzu ferne Zukunft. RIP Humans. Ey, Herkules, ich verstehe es total. Ich find's auch mega. Guck mal, alle Roboter. Wir sind das einzige lebende Wesen. So wie es aussieht zumindest. Irgendwo in Asien. An dem Miau können wir doch mal üben, finde ich. Super süß! So. Das war's. Für heute. Leute. Juhu! Ja, war schön, oder? Also ich fand's insgesamt echt ganz cool. Ich habe auf jeden Fall mal zwei Seiten aufgeschrieben. Das ist mehr als bei allen anderen Sachen zusammen, die so rumkamen in der letzten Zeit. Genau, wir gehen jetzt alle schön ins Bett, schlafen uns ein bisschen aus. Morgen ist ja auch Freitag, ne? Ihr habt wahrscheinlich alle Brückentag, hier war kein Feiertag, deswegen ist für mich ein ganz normaler Tag morgen. Vielleicht noch einmal ganz kurz, ja, GTA können sie sich eigentlich schenken. Spider-Man finde ich cool, dass Miles ein eigenes Spiel anscheinend kriegt und auch noch dieses Jahr bekommt. Gran Turismo ist cool für alle Rennsportmenschen. Ratchet und Clank sah eigentlich ganz gut aus. Dann dieses Project Athia war ganz nice, das so ein bisschen eine Mischung hatte aus Souls und ja, irgendwie so ein, weiß ich nicht, Comic Souls, würde ich sagen, war das eher so ein bisschen. Stray fand ich auch richtig gut. Was hatten wir noch? Ja, dann waren ein paar komische Sachen dabei. Dann kam Oddworld, womit ich ja nicht so viel anfangen kann. Aber ihr anscheinend ganz dolle. Ghostwire Tokyo ist mir, glaube ich, ein bisschen zu random. Also, ich finde, man konnte aus dem Gameplay noch nicht so viel sagen, außer dass es sehr viel Badass, Badshit Japano gedöns wird. Ja, Godfall ist auch überhaupt nichts, leider, für mich. Hitman geht mir auch leider ziemlich im Hintern vorbei. NBA genauso. Bugsnack, also allein deswegen, dass es schon von den Octodad-Leuten ist, muss man eigentlich reingucken. Es sah sehr, sehr verwirrend aus. Aber ja, ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Demon's Souls Remastered, wir haben es alle gewusst. Seien wir ehrlich. Wir wussten es und es wird kommen, was richtig gut ist.
Deathloop, eins meiner Highlights auf jeden Fall, habe ich schon hart gefeiert, als es so angeteased wurde. Letztes Jahr irgendwann war es, glaube ich, auch zur E3, kann das sein? Ja, ne? Auf der Bethesda-Konferenz? Ich glaube schon, ja. Cool, dass sie ein bisschen mehr gezeigt haben, auf jeden Fall. Finde ich richtig gut. Ja, Resident Evil. Den habe ich nicht gesehen. Habe ich nicht vorausgesehen, auf gar keinen Fall. Die haben es echt drauf, ne? Also Capcom, die können das wirklich. Die haben uns schon mit Kitchen so hart verarscht. Ja. Und jetzt kommen die mit irgendeinem so komischen Mischmasch-Trailer an. Von wegen so B-Movie und irgendwie sieht alles komisch aus. Alles ist irgendwie vermischt. Ganz viele verschiedene random Zeiten und Charaktere. Ja. Klassiker. Klassiker von Capcom. Richtig geiler Move. Richtig gut gemacht. Und natürlich Horizon Zero Dawn und Pragmata, was auch immer Pragmata wird. Es dauert noch sehr lange. 2022, keine Ahnung, was da passiert. Und ja, Horizon Forbidden West wird, glaube ich, auch der Knaller, soweit ich das von so einem komischen Rendering-Trailer beurteilen kann. Aber da kommt bestimmt zu Gamescom noch was. Da bin ich fest von überzeugt und ich freue mich darauf. Und ja, cooles Event. Wey! Schnappatmung bei Kuro. Hallo, Spatz! Du kommst aber jetzt zum Ende, oder was? Hast du dich die ganze Zeit mit uns geguckt? Pflege? Ja, du Kleiner. Schön Demon's Souls, ne? Ja, fein. Ach, da freut er sich, der Kleine. Da freut er sich. Ja, Herkules ist der Einzige, der nicht beeindruckt ist von der Souls-Reihe. Ich muss auch sagen, Demon's Souls war das erste Souls-Spiel, das ich probiert habe und ich bin auch grandios gescheitert. Menschen machen Fehler, das ist okay. Ja, exakt. Exaktamente. Ja. Ja, ich fand es aber so alles in allem, fand ich es echt eine gute Mischung. Leider sehr viel, wo ich sagen muss, dafür braucht man keine PS5. So, das sind alles schöne Dinge, aber die laufen auch locker auf der PS4. Grafikmäßig. Ja, aber wer weiß. Da muss man erstmal abwarten und gucken, dass man irgendwann mal selber das Pad in der Hand hat. Konsole an sich, ja. Ich bin jetzt nicht so der Design-Freak. Für mich auch ein bisschen zu tryhard, was das Design angeht. Also sie wollten irgendwas, was eine richtig abgefahrene, stylische Future-Form hat. Bin ich kein Fan von, ist jetzt auch nicht schrecklich. Aber ja, weißt du, die Xbox, die bauen halt einfach einen Klotz, wo ich mir auch denke, ja, reicht. Und PlayStation drehen einfach an diesem Rädchen nochmal so 500 auf. An dem Style-Rädchen und denken sich, ey, es muss richtig abgefahren aussehen. Es muss aussehen, wie noch nie irgendwas auf der ganzen Welt ausgesehen hat. Kein Wolkenkratzer sieht so aus. Kein Kunstwerk sieht so aus. Keine Konsole sieht so aus. Das ist wirklich das ist ein kompletter Gegensatz einfach im Design. Und ich find's okay. Ich find's okay. Muss man nicht machen, aber stört mich auch nicht, ehrlich gesagt. Sieht aus wie eine rundere Nintendo Wii. Was? Haben wir das gleich gesehen, Mondschein? Nein. Ja, genau. Hauptsache, sie ist leiser als die PS4. Weiß ich nicht, ob das Design dazu beiträgt, aber hey, das werden wir erfahren, ob sie leiser ist. Und wie viel sie kosten wird, werden wir auch noch erfahren. So viele offene Fragen, ne? Ja. Ja, ich frage mich auch, wo geht er? Das habe ich ja auch gerade eben gefragt. Kann man die noch hinlegen? Muss man die hochkant stellen oder kann man die auch wirklich flach legen? Also ich finde, die PS4 Pro, die ich habe, die ist ja jetzt auch keine Schönheit, ne? Sieht halt aus wie ein Big Mac. Die hat drei Lagen, sie ist ein Big Mac. Aber da haben sie jetzt wirklich, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Egal. Custom Gehäuse geben? Ich weiß nicht.
Das sah mir ehrlich gesagt ziemlich festgefahren aus, die Situation. Ich würde nicht damit rechnen, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, es gibt noch diese Woche, Samstag zum Beispiel, kommt die PC Gaming Show. Mal gucken, ob ich die auch streame. Es kommt generell Samstag ganz, ganz viel noch. Nächste Woche gibt es, soweit ich weiß, eine Veranstaltung zu Marvel's Avengers und eine zu Cyberpunk. Ja, muss ich gucken. Weiß ich nicht, ob ich das alles mitstreame. Aber ich fand das heute wirklich sehr schön. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr da wart, dass wir das zusammen erlebt haben und dass auch Kolle bei uns war und so ein bisschen E3-Feeling aufkam. Ist auch immer ganz wichtig. Und ja, wir sehen uns hoffentlich am Sonntag, Leute. Sonntag, der 14. von 12 Uhr mittags bis 12 Uhr abends. Ein 12-Stunden-Stream nur für euch. Ich hoffe, ihr seid dabei. Lasst mich nicht alleine. 12 Stunden sind eine lange Zeit. Lasst mich nicht im Stich, Freunde. Ha, so, genau, bevor ich gute Nacht sage, ich habe, ja, wir haben alle beim Bingo, glaube ich, gleichzeitig gewonnen. Wir werden mal gucken, falls wir hier noch jemanden online haben, der cool ist und den wir mögen. Ja. Hier sind diverse Menschen online, das gibt's ja gar nicht. Ach komm, wir gehen rüber zu Matthias. Der spielt Super Mario World. Da kann man eigentlich nichts falsch machen. Der gute Matthias. Unterstrich. Ich finde es auch blöd, dass wenn man das auswählt beim Raid, dass es nicht alles angezeigt wird. So, springt auf. Springt auf, liebe Freunde. Drücken wir den guten Matthias nochmal. Und wir sehen uns Sonntag. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Schlaft gut, lasst es euch gut gehen, habt ein schönes Wochenende und bis bald. Auf geht es. Piu, piu, piu.